große Reveal for Disc. Es gibt mittlerweile das Reveal und soweit ich weiß, ist der Entwicklungschef, der Jürgen Thäler, an dem X-Lite 6 Disc und auch dem Reveal beteiligt gewesen. Das Reveal soll komfortabler sein, aber nicht so Rennen ausgelegt. Ich bin das Reveal noch nicht gefahren, habe es aber bis dato im Bike Store in München gesehen, finde es sehr sexy. Vor allen Dingen auch vorne im Vorbau, im Steuersatz, wie die Kabel verbaut sind, finde ich beim Reveal besser. Und falls Rose dieses Video sieht, ich würde das Reveal gerne mal fahren. Das hat Rose gesehen und hat sich nicht lumpen lassen und hat gesagt, pass auf, wenn du das Reveal testen möchtest, dann schicken wir es dir einfach mal. Ja, gesagt, getan. Der Postbote kam gerade an, ich habe es hochgetragen, ich habe es noch nicht ausgepackt. Aber es dreht sich um das Rose Reveal 4 Disc. Und wenn ihr es nicht in der Beschreibung gelesen habt, es geht um eine mechanische Schaltung. Keine elektronische, ist aber in dem Fall auch gar nicht so schlimm, denn entgegen dem guten Stück, im High-End-Stück, fangen wir mit einem Marathonrenner an für den Alltag, der hoffentlich, so finden wir in diesem Video heraus, ein bombastisches Preis-Leistungs-Verhältnis hat und auch trotz einer mechanischen Schaltung keine Wünsche offen lässt. Gesagt, getan kommt jetzt, denn wir packen das gute Stück aus. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Und ja, vor allem auf die Farbgebung bin ich gespannt. Auf geht's! Damit das Bike verschickt werden kann, muss natürlich der Lenker entsprechend quergestellt wird. Und ja, ich muss jetzt wieder den gerade stellen. Ist quasi keine Rocket Science. Da das gute Stück aber aus Carbon besteht, empfiehlt sich nicht mit roher Gewalt einfach das auf- und zuzuschrauben, sondern so einen Drehmomentschlüssel zu nehmen mit einem Newtonmeter. Ja, weil man zum Beispiel Carbon mit 5 Newton oder mit 8 Newton entsprechend festdrehen muss. Das Ganze gibt es als Drehmoment-Schlüssel-Set. Das habe ich mir mal im Rose Bike Store in München gekauft. Kostet, glaube ich, 39 Euro. Es gibt auch ein Rose All-in-One-Werkzeug-Set. Das kostet aktuell 99 Euro. Da ist alles drin, was der Schrauber und Hobbyschrauber braucht. Das ist ziemlich sexy. Ja, falls ihr mir was zu Weihnachten schenken wollt oder zum Geburtstag, ich würde mich freuen. Ansonsten sinnvolle Investition, denn wenn Carbon bricht, das ist teuer. So, last but not least die Sattelstütze. Und dann war es das auch schon. Ja, ein bisschen Luft in die Reifen. Ich denke auch, und Optik ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Definitiv, wenn man ein Fahrrad neu kauft, wenn man ein Fahrrad gebraucht kauft, kann man eventuell auf Farbgebung und sowas verzichten. Jeder wie er mag. Aber wie gesagt, beim Neukauf Fahrrad, Farbvariante sehr wichtig. Und ich denke, dass gerade durch diese schwarz-rote Farbgebung ein schwarzer Reifen sehr sexy auf dem Bike aussieht. Könnte mir vorstellen, dass mit einer hellbraunen oder Natur-Baumwollkarkasse, wie ich sie entsprechend mit dem Vittoria Corsa habe, die Optik so ein bisschen ja, stören könnte, zerstören könnte vielleicht. Deswegen schwarzer Reifen ist schon ganz cool. So ein bisschen Batmobile-Style, komplett all black mit den roten Details. Hier hinten schön nochmal Reveal als Schriftzug.
entsprechend damit, wenn ich an den Leuten vorbeiziehe, sie wissen, von welchem Fahrrad sie überholt wurden, sofern meine Beine es dann hergeben. Und ja, schon relativ schlicht, auch der rosa Schriftzug an der Seite vom Unterrohr, oben entsprechend am Oberrohr auch relativ schlicht die Modellbezeichnung. Und all in all, definitiv Understatement aus Bocholt. Wie gesagt, knapp 2499 Euro, so wie es jetzt hier steht. Als Sattel ein Silly Italia F-Light, soll sehr angenehm zu fahren sein, bin ich mal gespannt. Muss ich aber noch gerade stellen, der ist ein bisschen schief. Das könnte ein bisschen drücken. Ja, und dann sind wir eigentlich schon ready to roll. Mach das Fahrrad soweit fertig und morgen, trotz minus 3 Grad, werde ich mal zur Arbeit pendeln. 15 Kilometer mit dem guten Stück A-Strecke. Und schauen, wie der Hobel rollt. Die ersten paar Pendelfahrten habe ich jetzt mit dem Bike absolviert. Und ich muss sagen, es fühlt sich komplett anders an vom Fahrverhalten als so ein X-Light. Ich würde sagen, bequem. Weiß wohl auch noch nicht, selber nicht so genau, was das bedeutet, denn man ist trotzdem sportlich unterwegs. Aber ich habe das Gefühl, der Rücken ist sehr gerade, ist sehr angenehm. Und man hat schon das Gefühl, dass es definitiv einem Endurance-Charakter nahe kommt. Und dadurch, dass es schon ab den ersten paar Metern ein komplett anderes Fahrgefühl vermittelt als das X-Light, hat es definitiv seine Daseinsberechtigung. Aber für ein wirklich detailliertes Feedback brauche ich noch ein paar Meter. Und dementsprechend, ich gehe jetzt erstmal duschen und fahre weiter. Prozent Steigung hoch nach Strasslach. Ich muss sagen, eine 50-34er Übersetzung ist gar nicht so blöd. Kommt Kap. Oh, Sauerstoff, ey. Kompaktkurbel geht sich in Bayern ganz gut aus. Flex, der Sitzkomfort, Spaß, Agilität. Man liest das alles so schön und weiß eigentlich gar nicht, was es bedeutet. Spaß. Ich bin es beim Rafa Festiv 500 gefahren.
wie gesagt, auf der Rolle, wo man, glaube ich, auch einfach mal schauen kann, wie ist denn die Sitzposition. Aber auch draußen knapp 1000 Kilometer Marke gerissen. Keinen Platten, relativ viel Spaß damit gehabt. Und mich auch an Tagen rausgequält, an denen ich vielleicht mit einem hochpreisigeren Fahrrad nicht draußen gewesen wäre. Reveal 4 Disc mit der 105er Schaltung, 2500 Euro. Als Felgenbremsvariante bisschen günstiger. Man könnte auch statt einer mechanischen auch auf eine Ultegra Di-Tour ausweichen. Dann sind wir bei knapp 3,5. Immer noch alles im Rahmen für jemanden, der sich das erste neue Rennrad holen möchte und noch nicht weiß, möchte er vielleicht auch mal an Rennen teilnehmen oder doch eher trainieren. Jemand, der vielleicht ein Zweitrad sucht. Ein ambitionierter Läufer, der eventuell Rekom in seinem Trainingsplan drin stehen hat und auch einfach mal auf Fahrradfahren ausweichen möchte. Jemand, der ein Gravelbike besitzt oder jemand, der ein Trailbike besitzt und auch einfach mal in der Ebene oder am Berg ein bisschen Grundlagenausdauer GA1 trainieren möchte, GA2, um dann entsprechend auch für die Cross-Events, für ein Grinduro und Co., Bohemian Border Mesh, fit zu sein. Definitiv ein gutes Bike. Ob zum Pendeln, als Jobrad, so wie ich es auch schon genutzt habe, oder wirklich zur Ausfahrt. Es eignet sich für alles. Es ist einem auch nie böse, wenn es auch nur die 15 Kilometer sind, wenn es nur eine halbe Stunde Fahrradfahren ist. Oder dann doch mal die 4 bis 5 Stunden draußen bei Schnee und Salz. Man sollte es entsprechend, nachdem man natürlich es benutzt hat, waschen, pflegen, die entsprechenden Komponenten fetten, Kette ölen und Co. Aber ansonsten ist es ein Fahrrad, das bewegt werden will und auch bewegt werden darf. Der Rahmen ist schon Powermeter ready. Das heißt, man kann da auch gerne so ein paar Stunden, Nerdstunden verbringen und die ein oder anderen Komponenten austauschen. Es ist, glaube ich, guten Gewissens, dass man es sagen kann, relativ wartungsarm und wartungsunkompliziert, einfach weil es mechanische Komponenten sind, keine elektronischen Komponenten. Scheibenbremse kann man machen. Wenn man sich nicht zutraut, muss man es nicht machen, finde ich vollkommen okay. Eine Felgenbremse ist natürlich einfacher zu warten oder unkomplizierter. Aber es ist alles im überschaubaren Rahmen. Die Rahmengröße beim Reveal ist vergleichbar zu meinem Rennrad, meinem Rose-Rennrad, dem Racebike. Bei anderen Herstellern müsst ihr natürlich die Charts gegenüberlegen, was jetzt S, M und L wirklich dann bedeutet. Hier entsprechend habe ich einen 55er Rahmen. Wie auch bei meinem anderen Bike. Ich finde vom Shape her, dem, sage ich mal, etwas breiteren Rahmen ist sehr angenehm. Die Steifigkeit ist wirklich gut. Nichtsdestotrotz die Steifigkeit in Verbindung mit dem Flex hinten raus. Die Sattelklemmung befindet sich auf der linken Seite und ist ungefähr von der Höhe hier. Die Sitzstrebe, die D-förmige Sitzstrebe, ist also nicht rund, sondern wie ein D geformt. Geht komplett hier runter, teilweise sogar bis hier unten hin. Ihr seht ja, wie lange es rausragt. Und dadurch, dass ich quasi den Flexpunkt oder den Haltepunkt so weit nach unten verlagert habe, also quasi hier diese 6-7 cm, kann die D-förmige Sitzstrebe nach hinten wegflexen. So. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich wie auf einem Trailbike, quasi auf einem Fully, eine Heckfedergabel habe, aber so 2-3 mm gibt schon das Sitzrohr nach, flext quasi und kann dadurch auch, sage ich mal, Unebenheiten oder wenn ich auch relativ agil, relativ aerodynamisch in die Pedale treten, das ein bisschen ausgleichen. Es ist sehr angenehm, ich würde fast sagen, man sitzt teilweise auf einem Sofa, auf einem Rennsofa, weil wenn ich in die Pedale trete, kann ich doch auch oft auch sehr gut Gas geben. 50-34, 11-34, eine coole Geschichte fürs Bergische, fürs Bayerische Voralpenland. Solltet ihr eher Rennausdauer interessiert sein, also Race Endurance, würde es natürlich wahrscheinlich eher eine Semi-Kompakt-Kurbel kaufen, tun, aber das kann man ja nachkaufen und ihr könnt das Bike komplett euren Wünschen entsprechend nach zusammenstellen. Es gibt zwei Designs, einmal das, wo quasi der USP wirklich direkt schon hervorgehoben ist durch dieses Candy Red,
Ansonsten noch eine lila Variante und ein sehr schönes Bike. Wie gesagt, die Komponenten haben mich überzeugt. Ich habe mir auch den Laufradsatz gekauft. Es ist ein sehr angenehmes Fahren gewesen. Man fährt auch gerne mal ohne Messer zwischen den Zähnen los. Und irgendwie ist es dann, muss ich sagen, die wertigere, die wertvollere Ausfahrt. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es dann auch ganz okay, wenn man nicht immer auf Watt und Spitzenwerte schaut und einfach mal Radfahren war. Ja. Bin ein bisschen traurig, aber nur marginal, weil ich ja noch glücklicherweise eins habe. Aber ansonsten wäre das für mich wirklich so ein guter Entry Point, mit aber quasi auch der Möglichkeit, es entsprechend aufzurüsten durch die Kompetenten und noch länger, langfristig damit glücklich zu werden. Ja, das soweit zu meinem Einblick, was technisch, aber auch vom Fahrgefühl meine Erfahrungen waren. Wie gesagt, auf den knapp 1000 Kilometer, 1017 Kilometern in knapp 4 Wochen, wo ich es gefahren bin. Jetzt muss ich es noch kurz sauber machen, dann geht es wieder in die Kiste und dann kommt es wieder nach Bocholt. Dann wird hoffentlich jemand anderes es testen dürfen und ein paar Kilometer damit runterschrauben. Und das Fahrrad hat es wirklich verdient, bewegt zu werden. Ja. Dementsprechend, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne einfach drunter. Viele Fragen haben mich schon erreicht, die ich auch hoffe, zwischendurch immer beantwortet zu haben. Also es ist ein Bike, was sehr unkompliziert war, mich sehr glücklich gemacht hat, durch auch wahrscheinlich seine Unkompliziertheit. Und dass es halt mal nicht diese Diva-Gene sind, die entsprechend dann auch gepflegt und gehegt werden wollen. In diesem Sinne, schönen Feierabend. Freut mich, euch alsbald hoffentlich wieder an dieser Stelle sehen zu dürfen. Und ja, bis dahin, Servus, merci, euer Flo.